Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchten wir uns doch gerne einmal ansehen, was ich so tue, damit mein Garnelenaquarium immer schön und sauber bleibt. Also bleibt doch dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir uns nun die Maßnahmen ansehen werden, die ich so ergreife. Also betrachten wir doch nun einmal ein zur Abwechslung vollkommen sauberes Aquarium mit gereinigtem Filter und Garnelen, die hier sowohl sitzend wie auch herumschwimmend zu beobachten sind. Und ich denke, damit kann ich direkt dazu kommen, in diesem Aquarium, welche Maßnahmen man ergreifen sollte, damit es absolut sauber bleibt und das Wasser nicht eintrübt, aber auch nicht die Algen überhand nehmen und so am Ende der Sauerstoffgehalt immens beeinträchtigt wird. Da kann vieles passieren. Deswegen ist es wichtig, immer den Filter zu reinigen. Und dazu wäscht man ihn am besten nicht unter fließendem Wasser, sondern unter Aquariumwasser, mit Aquariumwasser aus, um die Bakterien, die sich dort angesiedelt haben, nicht komplett zu wegzuspülen. Als Tipp, aber die Schwämme hier lassen sich einfach entnehmen und reinigen. Außerdem ist es immer wichtig und schön, wenn man die Scheiben putzt, was hier jetzt auch so gut wie makellos vorhanden ist. Nur dem einen oder anderen wird auffallen, diese eine Scheibe hier ist nicht gereinigt, was daran liegt, dass sie meinen ganzen kleinen Schneckchen hier Nährboden bietet und die dadurch sich ernähren können. Man sieht, dort siedeln sie sich an den Belägen und Schnecken daran herum. Vielleicht kann ich eines Tages auch mal in eine super Zoom-Linse investieren, damit wir auch die kleinsten Lebewesen im Aquarium einmal in ihrer wahren Größe betrachten können. Aber zurück, um auf das Aquarium zu sprechen zu kommen, sehen wir hier noch die von mir eingesetzten Garnelen, die Neocaridina da, wie die Zwerggarnelen oder auch Rückenstrichgarnelen in der, ich möchte jetzt nicht genau beurteilen, wie viel Generation, sicherlich schon in der zweiten oder der dritten, schon seit einigen Jahren vorhanden. Und haben sich hier vermehrt. Die Stammzuschauer werden sie auch sicherlich noch kennen. Hier waren ja auch mal andersfarbige wie gelbe und ähnliche vorhanden, aber das sind jetzt die roten, die wir hier sehen können zum Teil. Aber ich habe vorhin noch eine transparente hier schwimmen sehen. Das ist immer interessant, wenn die sich kreuzen, die Arten, dann entstehen solche Mischformen, die wir hier und vielleicht auch dort sehen können. Und das ist so im Wesentlichen das, was man tut. Ihr habt ja auch in einem Video gesehen, wie man Fadenalgen aus dem Aquarium entfernen kann. Diese Fäden, die sich hier überall bilden. Und das ist natürlich nicht so leicht, wie man denkt. Man kann sie zwar rausangeln, aber sie sind mit ihren Mikrowurzeln verwurzelt und dadurch nicht so leicht zu bekommen. Abzuziehen, genau, das ist das Problem. Und deswegen gibt es da verschiedene Methoden, die man wählen kann. Und wir sehen auch auf einem frisch gereinigten Filter siedeln sich schon die Garnelen an, um daran herum zu gründeln sozusagen. Das ist an so einem Filter immer der Vorteil. Dort setzen sie sich gerne nieder. Und mit diesem Doppelfiltersystem, mit den Schwämmen, die sehr feinporig sind, kann auch den jungen Garnelen nichts passieren. Und ansonsten hätten wir zum gleichen Zweck der leichten Wasserfilterung, aber vor allem auch der Versorgung der Garnelen mit Nahrung, diese Marimomooskugel, die wir sehen können, wo sie auch ganz gerne einmal drauf sitzen. Jetzt gerade nicht, aber ab und an sicherlich kann man sie dort beobachten. Ansonsten ist die Bepflanzung relativ schlicht. Es sind bodenwurzelnde Pflanzen, die Limnophilia sessiliflora und auch der indische Wasserfreund, wenn ich nicht völlig daneben liege hier mit den Bezeichnungen der Pflanzen. Die einen sind auf jeden Fall die, die wir sehen können, die sich bei Dunkelheit zusammenklappen und bei Licht ausfahren. Eine sehr interessante ein interessanter Fakt, wie ich finde. Und im Großen und Ganzen denke ich, ist es also vielleicht leichter, als man denkt, sein Aquarium instand zu halten, wenn man sich die Zeit nimmt und die Scheiben abreinigt. So weit wie man kommt, in manchen Ecken ist es schwierig hinzukommen, wie man es sieht. Aber im Großen und Ganzen ist es gut, wenn man sie reinigt, damit man auch den Durchblick hat. Ist ja bei mir auch manchmal nicht unbedingt der Fall, manches Mal schon. Von daher denke ich, das Garnelenaquarium hier kommt auf jeden Fall in die Top 10 meiner schönsten Aquarien.
Das und das Guppy-Aquarium, würde ich sagen. Die anderen sind noch etwas optimierungsbedürftig. Aber wenn ihr meinem Kanal folgt, dann könnt ihr euch sicher sein, und ihr wisst es ja aus Erfahrung, dass es immer etwas Neues gibt, was ich hier versuche, um die Aquarien zu optimieren. Von daher bleibt es sicherlich spannend zu sehen, wie mein Aquarium, mein großes, eingetrübtes Aquarium, sich in der Zukunft zu entwickeln wird. Aber es geht ja hier um die Garnelen. Und ich denke, das Einzige, was man hier noch tun kann, ist etwas Wasser auszuwechseln, damit man keinen Nährstoffüberschuss hat im Wasser. Das kann man machen und sollte man auch so zu circa, naja, das wird nicht ganz ein Drittel sein oder ein Viertel, naja, vielleicht knapp ein Viertel. Aber das kann man nach Bedarf auch variieren, so je nachdem zwei von diesen Behältnissen Gießkannen, was man auch dafür verwenden mag. Eben je nach Größe. Und dann steht mir auch nichts im Wege. Ihr passt natürlich immer auf, wenn ihr das Wasser wechselt, dass ihr keine Garnelen mit auswechselt. Und wenn ihr dann auch schöne Pflanzen habt, dann bleibt euer Wasser auch immer sauber und die Tiere haben genug zu fressen. Und das ist doch sicherlich im Sinne aller Aquariumfreunde. Und damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so tut, damit euer Aquarium immer schön sauber bleibt. Das würde mich und bestimmt auch die anderen Aquariumfreunde auf YouTube sehr interessieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten, Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer. Nicht mehr haben es.